Westfalen bietet eine Menge. Wunderbare Landschaft, Industriekultur, unterwegs sein zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Da ist es wohl kein Wunder, dass gerade der Bereich Touristik beim ADAC Westfalen so viele Freunde hat. Beim ADAC Touristiktag in Dortmund werden die Menschen geehrt, die für die Touristik in den ADAC Westfalen Ortsclubs jeden Tag alles geben. Einer, der ständig für die Touristik im ADAC Westfalen unterwegs ist, ist Max Kirschbaum. Er kam über den Oldtimer-Sport zur Touristik, denn Oldtimer-Treffen und Sternfahrten sind für ihn ein Muss. Bei der Suche nach begeistertem Nachwuchs gibt es momentan allerdings ein paar Probleme. Die wenigsten wissen, dass es eine ganz große Vielzahl von verschiedensten Wettbewerben gibt, die man zum Beispiel auch mit Kindern machen kann. Und deswegen haben wir aktuell noch so ein paar Nachwuchssorgen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, in der Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren deutlich besser wird. Die meisten der Geehrten hier in Dortmund sind schon sehr lange dabei. Und auch der Touristikvorstand Thomas Frisse muss zugeben, dass häufig nur über Motorsport und Pannenhilfe geredet wird, wenn es um den ADAC geht. Offenbar wissen noch nicht genug Menschen, was die Touristik im ADAC Westfalen alles bietet. Ja, das kommt leider schon mal so rüber. Die Touristik hat so ein bisschen Stiefmütterchen-Dasein. Aber wenn man mal wirklich mal hinter die Kulissen guckt und sieht, was in der Touristik alles gemacht wird, über die ganzen, sagen wir mal, über die Motorradtouren, was ein Teil ist, dann die ganzen Heimatwettbewerbe, die Freizeittipps, die wir anbieten. Die Touristik bietet also nicht nur etwas für Ortsclubmitglieder, sondern für jedes der 1,4 Millionen Mitglieder im ADAC Westfalen. Jeder, der unser schönes Bundesland Nordrhein-Westfalen oder den Rest der Welt erkunden möchte, bekommt alle Tipps, die er braucht. Dazu selbstverständlich noch Tourensets und jede Menge weitere nützliche Broschüren. Die Arbeit in unseren Ortsclubs ist dabei übrigens mal wieder einsame Spitze, weiß auch der Vorstandsvorsitzende Bernd Kurzweg. 132 von gut 500 Veranstaltungen in ganz Deutschland haben wir in Westfalen gemacht. Fast 26%. Unsere Größe, die repräsentiert 7%, 6,9%. Da sieht man diesen Unterschied. Wir sind unheimlich aktiv, was die Touristik betrifft. Zu Hause ist es doch am schönsten. Von daher ist es wenig verwunderlich, dass unsere Mitglieder sich gerade hier in Westfalen so viel rumtreiben. Und die aktivsten von ihnen werden sicherlich auch im nächsten Jahr beim Touristiktag des ADAC Westfalen dabei sein. Es sei denn, sie sind gerade mitten dabei, eine neue Ecke in Westfalen zu entdecken.